Hallihallo ihr Lieben, so, heute muss ich mal ein klein wenig meinen Unmut rausbringen, und zwar als Freundin, als Bekannte, als Verwandte und eben nicht als Psychologin, denn ja, es gibt da etwas, das regt mich wirklich ein bisschen auf, es macht mich aber auch traurig. So oft hört man oder wird mir auch zugetragen, ja, dass eben in Beziehungen es ungleich verläuft und doch jede Seite sagt, ich wünsche mir eine gleichwertige Beziehung, eine gleichwertige Partnerschaft. Heißt aber bitteschön dann auch in allen Belangen und nicht, dass eben in Situation XY darf eine Partei dies oder jenes sagen, machen, tun oder sich so und so verhalten und der Gegenpart zu einem anderen Zeitpunkt nicht. Wenn er das denn macht oder sagt, dann ist das albern, dann ist das kindisch, dann ist das überzogen, was weiß ich. Das geht nicht. Gleiches Recht gilt immer für beide. Ja? Es geht nicht, dass mir etwas an meinem Gegenüber stinkt und ich dann nicht will, dass er sich so und so verhält, aber ich mich selber als Beispiel dann so verhalte. Es ist immer ein bisschen schwierig, so spontan Beispiele anzubringen, weil meistens fallen die einen dann immer nicht ein. Aber nur durch Beispiele, glaube ich, wird es dann doch immer ein bisschen verständlicher, was man so meint. Eines fällt mir ein. Beispielsweise wurde es auch gesagt, so von wegen, ja, mein Partner, in dem Moment, wenn er zum Beispiel gerade launisch ist, ja, dann holt er alte Kamellen wieder hoch und sozusagen Dinge, die eigentlich abgeschlossen waren, die werden dann wieder zum Thema gemacht. Wenn ich aber dann drauf eingehe, dann heißt es ja, wieso bringst du jetzt die Sachen wieder an? Das ist doch schon längst gelaufen. Genau, das ist so ein Punkt. Es geht nicht, dass einer im Endeffekt alte Kamellen, also nur als Beispiel, alte Kamellen anbringt und im Endeffekt ja irgendwo auch eine Reaktion drauf wünscht, weil sonst würde er das ja nicht anbringen. Und geht der andere darauf ein oder bringt im Endeffekt auch dadurch alte Kamellen mit rein oder vielleicht auch ein andermal, ja? Dass es dann heißt, ja, wie kannst du nur, wie kannst du so alte Dinge jetzt anbringen, wie kannst du jetzt wieder nur für neuen Streit sorgen und. Das geht nicht, ja? Wenn du das selber tust, gestehe das auch deinem Partner entsprechend zu und ein. Und das eben in allen Belangen, in allen Dingen. Du kannst nicht für dich das rechtfertigen, dass du dich so und so verhältst, dass du so und so dich äußerst und tu das dein Gegenüber auch. Irgendwann, warum auch immer, dass dann ankommt, ja, aber so geht das schon mal gar nicht. Und das, das kannst du so gar nicht bringen. Und das macht es jetzt wieder viel, viel schlimmer. Hättest du das gelassen? Gleiches Recht immer für alle. Denn genau das macht eben diese Gleichberechtigung, diese Gleichwertigkeit, eben dieses auf Augenhöhe aus. Und eben auch, dass wenn irgendwo was angesprochen wird, ist es ganz normal, dass der Gegenüber auch darauf eingeht. Würde er nicht darauf eingehen, interessiert es wieder nicht und für manche ist somit der nächste Twist vorprogrammiert. Deswegen bitte auch das so stehen lassen, wenn der andere dann entsprechend drauf eingeht. Weil ihr habt euch eine Reaktion gewünscht. Jetzt müsst ihr diese Reaktion auch entsprechend annehmen. Und ein gegenseitiger Twist geht eben immer von beiden Seiten aus und meistens sind es Kleinigkeiten, meistens sind es Missverständnisse. Ja, ich kenne es auch. Und dann ist aber die Frage, wie geht man damit um? Beharrt man stur drauf? Bleibt man dabei? Geht man aufeinander zu? Will man den Streit? Und was macht man weiter daraus? Und das solltet ihr euch eben immer fragen. Was wollt ihr? Und seid eben immer gegenseitig fair miteinander. Behandelt den anderen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Weil du brauchst dich nicht wundern, dass du dann behandelt wirst, wie du den anderen behandelst. Das soll es gewesen sein. Ich musste das jetzt mal rauslassen, weil mir das in letzter Zeit eben sehr, sehr viel auch wieder zugetragen wird. Ich auch wieder mitbekomme. Und man erlebt natürlich so das ein oder andere. Und es ärgert mich einfach, weil das muss nicht sein.
Fair sollte ein jeder sein und nur fair kann eine Beziehung funktionieren. So, und da der Regen jetzt hier mal Ärger wird, ich nicht mal weiß, ob ihr noch was gesteht, höre ich jetzt auf. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bye, bye. Habt euch lieb.